So Leute, moin moin, was geht? Willkommen zum nächsten Video. Schon wieder einen Tag später. Ihr habt gerade alle Videos geschnitten und die laden jetzt gerade so nacheinander hoch. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal weiter, damit wir die Story heute noch beenden können hier. Also ich weiß noch nicht, wann ihr das seht hier, aber eigentlich kam alles so ziemlich am selben Tag ungefähr online. Egal. Also im Apex fertig, Wilds fertig, Barja fertig und die Street-Szene haben wir auch fertig. Wir müssen jetzt eigentlich Rush machen, aber ich habe mir überlegt, wir machen vielleicht doch erstmal Mexiko, die Hauptbühne. Wir machen die erst fertig, würde ich sagen. Weil hier sind nur noch zwei Sachen, dann hätten wir das schon mal. Wir machen das. So, Watcho. Das war auch das, was wir ganz am Anfang, wo ich das Spiel gestartet habe, zum ersten Mal. Konnte man sich entscheiden, entweder ein Foto machen oder dieses Watcho-Ding hier. Da so ein Käfer ist abgebildet. Da haben wir ein Foto gemacht, deswegen machen wir jetzt den Käfer hier. So. Bin mal gespannt. Ich sag ihr, dass du verfügbar bist. Sie wird's nicht sagen, aber ich weiß, dass ihr das wichtig ist. Bei nächster Gelegenheit wenden. Finde und restauriere einen Watcho. Nee, ist jetzt nicht dein Ernst. Leute, ich zeige euch jetzt zum ersten Mal auch endlich mal die Fahrt zum Rennen. Beziehungsweise zur Aktion, was auch immer wir machen. Ja? Das kann man sich wirklich mal geben. Zielort, Digga. Ja, perfekt. Ich bin die ganze Zeit hier, Alter. Mein Haus direkt daneben. Hab das Ding noch nicht geholt, Wo soll denn das sein? Versteckt er sich hier irgendwo? Du hast dein Ziel erreicht. So, ah, oder wir gehen noch auf Tour und suchen dann erstmal. Okay, kann auch sein. Gucken wir mal. Ach du Kacke, das ist das. Oh, das sind ja wieder mehrere Rennen. Ach du Scheiße, ich habe mir auf so ein entspanntes, kurzes 8-Minuten-Video eingestellt. Das war's komplett. Okay, wir müssen reinhauen, Leute. Wir haben ein paar Rennen vor uns. Jalla. Hey, Alecha. Wie kann ich helfen? Hüpf in den Buggy. Ich hab's der ist geil, unterwegs. Der Buggy, ne? Das war doch so eine... Letzte Woche ging Ramiro die alten Sachen im Haus seiner Padres durch und fand dieses mehr oder weniger selbstgebautes Teil, ne? In ganz wenigen Stückzahlen oder so, ne? Was meinst du, sind die zwei wichtigsten Dinge in der mexikanischen Kultur? Ich hab mal noch aus ein paar Filmen, glaube ich. Familie und Essen. Ego gucken. Familie und Kunst. Ah ja. Familie und Musik. So. Was? Familia und der VW Käfer. Watcho ist der mexikanische Spitzname. Mein Bisabuelo Fernando war der erste Torres, der einen hatte. Mhm. Und dank des Fotos weiß ich vermutlich, wo er ist. Echt jetzt? Suchen wir ihn. Also VW Käfer heißt in... Oder nennen die in Mexiko Watcho oder was? Ah ja. Ah, der geht aber gut in die Kurve, ey. Hab ich jetzt nicht erwartet. Maschallah. Ich stehe jetzt zwar nicht so auf Dutz, aber kann man ja auch wieder aufmachen. Erzähl mal von ihm. Bisabuelo bedeutet Urgroßvater, aber für die Familie ist er bloß Papa Fernando. Wir haben uns nie getroffen, aber alle behaupten, ich wäre wie er. Loca por autos. Du musst nämlich wissen, dass in Watcho in Mexiko wie ein Familienmitglied ist, das in der Garage wohnt. Papa Fernando liebte dieses Auto abgöttisch. Der Tod ereilte ihn wohl auf einer schlammigen... Das muss definitiv hier sein. Aber wieso sollte Papa Fernando den Watcho hierher bringen? Die Stürme können ganz schön tremendous sein. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass die Scheunen irgendwie alle gleich aussehen, ne? Kann das sein? Ich mach nur die Tür auf. Da ist er. Danke. Er ist wirklich hier. Dezent weggerostet. Jo, der Motor ist auch für die Papa Tonne. Fernando. Oh, der hat einen fetten Spoiler. Oha, was ein Auspuff. So einen Käfer habe ich noch nie gesehen. Alter, was haben die denn da gemacht? Haben wir da vor Need for Speed abgeguckt oder was? Der, dieser eine Auspuff in der Mitte immer. Ungemütlich. Mir gefallen die Straßen hier gar nicht. Oh. Du fährst den Truck. Geht klar. Das wäre geil, wenn wir den LKW... Oh, perfekt, wir dürfen den sogar fahren, Alter. Ja, moin. Ich muss eine neue Batterie einsetzen. Ach, wie geil ist das, Junge? Das wird selbst für mich nicht also als Farming-Simulator-Fan, Digga, beste Käfer. Leben. Wird bestimmt sofort starten. Mal die Hupe. Der hat aber getönte Scheiben vorne, was ist das denn? Ja, genau. Einfach eine Autohupe. Ego-Perspektive. Es gibt keine Ego-Perspektive. Ja, das war's komplett, Junge. Erstmal ein Soundcheck hier. Was ist das denn? Okay, interessanter Sound. Wie geil ist das denn?
Junge, also erstmal Real Talk. Wer die anderen Videos gesehen hat, wir durften den Monster Truck fahren. Und wir dürfen jetzt den LKW fahren. Warum durfte ich nicht den Jetski fahren? Ich will immer noch den Jetski fahren. Einfach nur so. Bin noch nie Jetski gefahren. In dem Spiel. Aber schade, dass die Ego nicht geht, ne? Der Sound. Lol. Halt Ausschau nach Baustellen. Die Straße sieht frei aus. Ich bin sicher, das passt schon. Schöne Ideallinie fahren jetzt hier mit dem LKW. Kann der LKW driften? Ja, kann er! Perfekt. Jo, moin, der Digga, erstmal driften mit dem LKW. Okay. Jo. Was ist das? Sieht nach einer Baustelle aus. Kommst du irgendwie dran vorbei? Ich denke, das kriege ich hin. Nicht dein Ernst. Ja, wahrscheinlich springen wir jetzt hier rüber, Junge. So kann man's auch machen. Mit dem LKW. Was ist das denn? Was wirst du mit ihm machen? Ich hab Mutschers Ideas. Oh Leute, wenn ich das jetzt hier sehe, ne? Da krieg ich schon wieder so Bock auf Farming Simulator. Das kannst du dir nicht vorstellen, Alter. Digga. Und das neue Farming Simulator ist ja auch gerade erst rausgekommen, ne? Am 22. Oh, und das hat so geile neue Features, Digga. Jetzt krieg ich schon wieder richtig Bock, ne? Scheiße. Weißt du was, wir machen das so. Irgendwann zwischen Januar und März machen wir schön Farming Simulator Livestream auf Twitch. Auf YouTube mache ich dazu nichts, ne? Aber auf Twitch. Weil dann ist sowieso YouTube Flaute, da kriegst du eh kein Geld. Kennt man ja, ne? Was hab ich dann können wir einfach hier ein bisschen streamen. Vermisste Autos zu finden ist keine Magie. Bisschen da Zeit reinstecken. Nur harte Arbeit und Glückssache. Oder eine Drohnensache. Geil, Mann. Oh, na, die harte Arbeit kommt erst noch. Wir quatschen später. Das haben die ja mal richtig geil gemacht, ey. Hey, mi amigo. Hey, ich habe an dem Bocho gearbeitet und mehr über Papa Fernando erfahren. Komm vorbei, dann zeige ich dir, was ich meine. Rechts abbiegen. Okay, jetzt geht's weiter mit Eigenbau gegen Serienwagen. Und wir machen es ab jetzt auch so, damit er nicht wirkt. Das wird auch wieder so ein langes Video, Digga. Leck mich fett. Wir machen das so, wir gehen jetzt immer nur in die Rennen rein. Ich zeige jetzt hier irgendwie keine Zwischensachen mehr, ne? Direkt ins Rennen mal rein. Hola. Was meinst du dazu? Geiles Auto. Sehr nett. Wo ist der Wocho? Ich lasse mir Zeit damit. Keine Sorge, Superstar. Manchmal ist ein Serienwagen gar nicht so schlecht. Nö, ist bestimmt gut. Den fahre ich gleich vor die Wand und dann bauen wir den Motor in den Wocho ein. Ganz einfach. Easy. Möge der bessere Mechaniker gewinnen. Ja, der fährt. Oh mein Gott, Alter. So ist das also. Ist das hier RWB Breitbau oder was? Da musst du aber noch eine fettere Doppel- oder Triple-Frittentheke da drauf, ey. Damit das ein RWB ist. Aber geil, ey. Ja, richtiger Porsche halt, ne? Okay. Schaffen wir noch. Zielvorgabe, okay, die ist sehr kurz. 1,30. Alter, ist die Karre scheiße zu fahren, ne? Ich muss mich ja mal anstrengen hier, ey. Kann ich einen LKW wieder haben? Damit würde ich den abziehen. Fahr geradeaus. Was? Es gibt. Ja, moin, es gibt eine Abkürzung, sag die einfach. Jetzt fährst du die kürzere Strecke. Anna, auf wessen Seite bist du, Amiga? Lul? Für dieses Rennen gibt es keine feste Route. Ich leiste nur Navigationshilfe. Ich würde zu gern ein High Five geben, Anna. Beste Navi, Alter, das hätte ich auch gerne im Auto. Fahr jetzt hier durch den Wald, da bist du kürzer. Du Perfekt. Bist jetzt wieder auf der Hauptroute. Lul. Auch so ganz trocken, so aus der Navi-Stimme einfach so, fahr jetzt geradeaus, dann hast du eine Abkürzung genommen. Das muss ich mir später nochmal beim Video schneiden, noch 20 Mal anhören, Alter. Beste Navi, Alter. Boah, Alter, die Karre ist aber ganz kritisch, ey. Du musst sehr viel aufpassen in den Kurven hier. Sehr gut aufpassen. Hey, gut gemacht. Kein Deutsch mehr. Ich lass dich mal wieder zur Werkstatt. Ruf an. 2 Sterne, ja, wir haben voll die Kurve verkackt, ne? Egal, nächste, aber ich gehe vorher noch pinkeln.
Míralo. Meine Abuelita Rosa erzählte mir vom ersten Mal, als Papa Fernando einen VW-Käfer sah. Das war 1954, als sie für die Carrera Panamericana in Mexiko eingeführt wurden. Sieht toll aus. Darf ich? Na klar, ich habe eine schöne Rallye-Strecke für dich markiert. Ich fahr mit. Junge, hat das Ding fette Schlappen mitten drauf. Das ist aber nicht original. Da kriegt kein H-Kennzeichen. Lol. Der ist ja schon getuned, der hat ein Turbo drin. Alles klar. Also Rallye-Auto jetzt, ja? Okay. Leicht links in leicht links. Alter, man hat ja nur 10 Sekunden, um von der Strecke abzukommen. Ach du Scheiße. Leicht rechts, dann leicht links. Okay. Leicht rechts, nicht schneiden, Übersprung. Neue Rallye-Anweiserin hier. Perfekt. Leicht rechts, dann Übersprung. Will dir mir nicht noch den Gang ansagen, welchen Gang ich da reinfahren muss? Links. Ey! Hallo, ich bin auf der Strecke, Junge. Was stimmt denn mit dir nicht? Übersprung, dann Wasser, dann scharf rechts, anderer Untergrund. Oh. Anderer Untergrund, immer was falsch. Herzlich überraschenderweise, aber gut, ne? Eigentlich nicht schlecht. Übersprung, leicht links, nicht schneiden, dann anderer Untergrund. Nicht schneiden. Okay. Leicht links, dann leicht rechts, nicht schneiden. Ey. Anderer Untergrund in leicht links. Du wirst einmal die Wiese, Digga, direkt kommt die Anzeige da. Leicht rechts, dann Wasser. Ein Sprung über Wasser, dann hart rechts. Hart rechts. Ah, okay. Schnell das Teil, ey. Was? Grandiose Fahrt, gut gemacht. Kannst du dir vorstellen, damit in den 50ern 3000 Kilometer quer durch Mexiko zu fahren? Nee. Papa Fernando meinte, das wäre der Beweis, dass der Bocho alles kann. Ja, wünsche dir viel Spaß. Ich fahre so lange mit der S-Klasse dann, ja? Okay. Ihn gern kennengelernt. Digga. Was sagst du dazu? Mi tío Victor sagte, dass Papa Fernando Rennen in Guanajuato fuhr. Vor der Straßenszene, vor Horizon, bevor es überhaupt Gymkhana genannt wurde. Sieht toll aus. Darf ich? Und ob. Diese Gegend ist perfekt für Gymkhana. Ich habe einen Parcours aufgebaut. Zeig mir, was du und der Wocho könnt. Gut, Anderle. Die Stoppuhr läuft. Also dann. Alter. Was für ein Wetter, Junge. Meiner Arbeit fand ich ein paar Befestigungsbolzen oben auf dem Fahrwerk. Ich glaube, er hat mit der Fahrhöhe herumgespielt. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, warum, aber er war mit diesem Auto seiner Zeit weit voraus. Na, Rampe voraus! Ja, ja, fahr mal selber über die Rampe. Ah! Oh, Mann! Scheiße Kurve, Mann. Alter, was ist das? Man sieht ja gar nichts. Null. Richtiges Rechtswetter, Junge. Da bleibt man zu Hause mit dem Hintern. Kann ich jetzt nicht einfach zum Ziel fahren? Wahrscheinlich schon, oder? Wir versuchen das mal. Ausprobieren, oder? Ja. Fantastisch gefahren. Kannst gerne, du weißt schon, anhalten. Hätte ich wahrscheinlich auch direkt frage nach dem mich Start wirklich, machen können, oder? Was er mit diesem Auto vorhatte. Okay. Ich werde es mal zurück auf die Hebebühne fahren und es mir genauer ansehen. Autos scheinen wirklich in der Familie zu liegen.
Die stehen einfach im Regen und juckt die einfach gar nicht. Ist denen scheißegal, Junge. Ja, das müssen 3 Sterne sein bei der krassen Abkürzung. Nächste. Noch ein paar Änderungen. Ich habe versucht, ihn so ähnlich zu bauen, wie Papa Fernando und ein Rallye-Team es getan hätten. Ist halt wirklich wie Need for Speed, ne? Wirklich? Que pasa? Glaubst du etwa, sie hätten moderne Technologie abgelehnt, wenn sie den Watcho noch schneller gemacht hätte? Steig ein und wart's ab. Was ich ja schon feier bei dem Spiel, du kannst ja auch Fahrzeuge doppelt haben oder dreifach, zehnfach, scheißegal, ne? Und ich find's geil, Strecke festgelegt. Dass du... Gesichtspunkte unterwegs durch. Bist du bereit für ein Zeitrennen? Also ich stehe jetzt in die Richtung und ich soll hier lang fahren. Nee, dann fahre ich jetzt hier runter. Ja, ich finde auf jeden Fall geil, du kannst ja den Wagen hier offensichtlich zu so einem krassen Rallye-Auto machen. Hey, pass auf die Karosserie und auch zu einem Racer, ne? Das ist halt geil. Das heißt, du kannst dir den einmal kaufen, machst du dazu ein Rallye-Auto, kaufst du den nochmal, machst du einen Racer draus. Keine Ahnung, kaufst du nochmal, machst du ein Drag-Auto draus oder was, ne? Bei nächster Gelegenheit, bitte. Alter, glaubt ihr wirklich, dass irgendjemand auf dieser Welt diese Strecke gefahren ist, die da vorgegeben ist? Ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der hier querbeet fährt, oder? Ich glaube, so doof war keiner, oder? Schön, jetzt der nächste Wegpunkt. In 100 Metern rechts abbiegen. Also gerade ließ er sich irgendwie besser fahren, ey. Ja, richtig durch die Wüste jetzt hier. Auch geil, die Wüste muss ich auch nochmal ein bisschen genauer erkunden hier, ey. Ziemlich nice, ne? Also ich finde jetzt schon... Obwohl The Crew natürlich eine viel größere Map hatte, ich glaube 30 mal größer oder so. Ja. Trotzdem ist die Wüste hier viel größer irgendwie, ne? Ja, fährt sich scheiße, das ist kacke gemacht. Lass mich das lieber mal. Hab noch einen Wegpunkt für dich. Ich fahre ja schon. Bei nächster Gelegenheit. Gar nicht durch. Weißt du was, die hätten ja so einen richtig hohen Berg machen sollen, ne? Vielleicht gibt's da sogar einen hier, weiß ich. Muss erst mal gucken. Aber so einen richtig hohen Sandberg, wie die das in, wo war denn das? In Dubai oder in Abu Dhabi da irgendwo haben? Wo die ganze Zeit immer hochfahren? Mit den krassen Fahrzeugen? Das wäre geil, Mann. Letzter Wegpunkt, vamos! In 200 Metern links abbiegen. Die Wüste ist echt riesig hier, ey. Richtig geil, ja. Also hier kannst du mal richtig Spaß haben, ey. Neu berechnet. Und wie geil das aussieht. Der macht so fette Spuren hier im Sand richtig. Sieht übelst echt aus. Guck mal, jetzt ist der Sand nicht mehr so weich. In 400 Meter jetzt machst du auch keine tiefen Spuren mehr. Aber da hinten, wo richtig so Pulversand ist, da machst du halt richtig tiefe Spuren und auch, ey. Über die Ziellinie. Schön gefahren. Ich konnte keinen Fahrer namens Fernando Torres in den Aufzeichnungen der Baja 500 oder Baja 1000 finden. Das heißt aber nicht, dass er nicht angetreten ist. Was ist mit Dakar? Afrika ist eine lange Strecke für einen kleinen Watcho. Das war vermutlich nur eine Story, die er Onkel Oscar und den Kids in der Familie erzählt hat. Ich hätte ihm sicher stundenlang zugehört. Offiziell oder nicht, er hatte es drauf. Si, hatte er. Vamos. So ein Counter. Ja, wahrscheinlich, Digga. Was? Ich bin alle Abkürzungen gefahren, querbeet. Ach, als Maul. Hey, bereit für einen Sprung? Mhm. Immer. Die Dämpfer sagen auf jeden Fall ein deutliches Ja. Zu urteilen, wäre das nicht der erste Sprung von diesem Watcho. Watcho. Bin gespannt. Hast du eine Route? Ist festgelegt. Los! Okay. Habt ihr eigentlich auch manchmal das Problem, dass euer Controller einfach nicht mehr reagiert? Ich hatte bei der letzten Aufnahme musste ich irgendwie das Spiel neu starten, danach ging das erst wieder. Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach das Rennen beendet und danach ging nichts mehr. Ganz komisch. Das Kabel war auch drin, ich habe einfach das Spiel neu gestartet und dann ging das. Ja, ganz komisch. Da ist eine Arena, ey. Super! Wow! Alles okay? Das war's? Ja, ich hätte sogar Lust auf noch eine Runde. Aber ein anderes Mal. Okay. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Watcho war daran nicht ganz innocente.
Er wollte nur seine Grenzen austesten, Aleche. Das verstehst du doch. Klar, du hast recht. Das tun gute Mechanikas. Ich mach Mechanikas, mich dann wieder aus der Garage. Bis bald. Mechanikas. Ein Stern, ja, komm. Bei nächster Gelegenheit wenden. Willkommen in der Ruhmeshalle. Einer der größten Fahrer in der Geschichte Horizons. Aber weißt du was? Ich würde sagen, du bist noch nicht fertig. Die Festivalspielliste steckt voller exklusiver Belohnungen und Fahrer, die alles geben würden, um gegen eine Legende wie dich zu fahren. Du hast es geschafft, aber warum aufhören? Es gibt immer noch mehr zu tun. Hä? Digga, ich habe mich nur jetzt hier hingeportet, damit ich nicht so lange fahren muss zum nächsten Rennen. Oh, oh, okay, dann haben wir die Ruhmeshalle doch schon erreicht. Und dann brauche ich die Story gar nicht weitermachen. Ja, wir können dann, wir gucken am Ende mal rein. Oder sollen wir beim nächsten? Ne, das Video ist lang genug. Wir gucken das beim nächsten. Wie heißt das nochmal? Hier, bei dem Stuntrennen. Rush oder so. Da gucken wir mal in die Ruhmeshalle rein. Ich fahre jetzt erstmal hier zum nächsten Rennen, Junge. Null. Ich habe ein bisschen dran gearbeitet. Könnte ziemlich schnell werden. Kurvenmaschine. Sieht schnell aus. Und gleich in der Nähe steht ein Blitzer. Jetzt haben wir einen Racer. Deine Denkweise. Obwohl es eigentlich eher aussieht wie ein Drag-Race-Auto, ne? Alter, aber die ganze Karosserie ist ja aus Carbon. Die Route ist festgelegt. Andale, vamos. Diese Karre hat's drauf. Wie bist du auf die Idee gekommen? Digga, was ist das denn, ne? Das war meine Idee, also nicht ganz. Digga, dieser Auspuff. Das ist aber auch ein Drag-Auto, Junge. Guck dir mal die, die Willy-Bar da hinten an. Der Auspuff wackelt einfach gar nicht. Also eigentlich ein Drag Racer, der aber für Kurven jetzt getrimmt ist, oder was? Warte mal, kann ich nicht gerade ausfahren zum Zielort? Als ich den Motor wir probieren das mal aus. Einfach gerade aus weiter. Hatte sie verbreitert, um die egal. Zu verbessern. Guck mal, ja klar, das geht. Er hatte keinen Turbo zum Einbauen. Du offensichtlich schon. Ja. Oh, gut, oder? Oh, ja, okay, komm. Das haben die extra gemacht, so damit du die Abkürzung nicht nimmst, ne? Und dann vielleicht diese Vorgabe verkackst mit der Geschwindigkeit. Aber nicht mit mir, Junge. Du musst da ja aufstehen. Einfach grandios! Hier, zack. Aber schön auf der Straße bleiben, ja? Ja, ja. Jetzt fang ich einfach hier rein. Fertig, Digga! Genau so, großartig! Weltrekord, alles Junge! Okay? Ich bin wirklich hin und weg. Ich liebe dieses Auto. Alles klar. Das glaube ich dir. Ich melde mich später bei dir. Ja, moin. Ja, wir hoffen, dass die drei Sterne sind, Junge. 44, gut, dann hat wohl keiner geschafft. Warte mal, Bestenliste ansehen. Okay, da hat noch ein paar andere dieselbe Idee. Sieh dir das an. Keine Ahnung wieso, aber das gefällt mir. Steig ein, ich erklär's dir. Ah, ich glaube, der Wagen ist jetzt tiefer, ne? Kann das sein? Sonst wüsste ich jetzt nicht, was sich geändert hat. Wow, dieses Ding hat echt was drauf. Ja. Voll, oder? Gerade 40 km/h gefahren, der Typ kriegt direkt einen Herzanfall. So, jetzt müssen wir hier Tempo erreichen, oder was? Ah, wir müssen bestimmt durch den Blitzer wieder fahren, oder? Könnte sein. Nee, da ist eine Blitzerzone. Okay. Nee, doch ein Blitzer. Kannst anhalten. Hab die Bremsen repariert. Okay, super. Fantastisch. Die Kiste hat echt was drauf. Dass die auch immer aussteigen extra so, oder? Ne? Wart's ab, bis du siehst, was Papa Fernando damit als nächstes gemacht hat. Das ist natürlich extra für uns so gemacht, aber das macht irgendwie keinen Sinn eigentlich, ne? Aber okay, ist ja egal. Hey, Aleja. Hey. Focho? Ich habe nur den Radsturz und die Aufhängung ein wenig verändert. Okay. Und die ganze Carbon-Karosserie runtergenommen und wieder aus einer aus Metall drauf geklatscht. Alles klar. Also, Drift-Watcho oder Drift-Show. Mal gucken. Boah, der geht ja direkt quer, ey. Was muss ich machen? Driftpunkte, okay. Ob Papa Fernando so etwas wohl auch getan hat? Was ist, wenn ich so eine Laterne berühre? Ist das schlimm? Dass wir das nicht erfahren werden. Keine Sorge um die Reifen. Ich hab Ersatz. Erstmal die Punkte einsammeln, besser ist es. Was? 2 Sterne? 100?
Was ist denn das für eine Steigerung, Digga? Ja, für einen Stern machst du bitte 5.000. Und für zwei Sterne dann 10.000? Nee, mach mal 100.000. 10.000 ist zu wenig. Mach mal 100.000. Ach, da unten stehen die Driftpunkte. Ey, ich guck die ganze Zeit da oben hin. Hier unten stehen die unter mir. Ach, ja, gut, dann geht das ja, ne? Dann geht das ja doch. Guck die ganze Zeit da oben bei den Fähigkeiten-Muppets. Ja, okay, das geht. Was, wenn ich jetzt gegen die Wand fahre? Ist das egal, oder was? Orale, ich will mehr Qualm sehen. Wie viel brauchen wir jetzt? 210. Man behält die Driftpunkte, trotz Unfall. Und auch wenn man gerade nicht driftet. Das ist ja geil. Das hab ich nice gemacht. Ist ein bisschen eng hier zum Driften, finde ich, ne? Das ist halt immer relativ lahmarschig von der KMH. Eigentlich müsste man... Ja, oder die Karre müsste mehr Power haben, dass sie halt schneller quer geht, auch bei niedriger KMH-Zahl. Komm, 210, das krieg ich jetzt aber hin, Junge. Ich heiße ja nicht umsonst hier Drift King. Da holen wir jetzt auch die drei Sterne, Junge, wenn ich schon mal anders rumfahren muss. Jawolski, Junge! Wer sind die Punkte? Den kenne ich. Hatte mit ihm in Großbritannien. Jetzt kann man ja gar nicht mehr driften, perfekt. Cool, er hat mir alles darüber erzählt. Der. Mal diese Passatfahrer hier, ey. Okay. Kichido, komm zurück und wir verpassen dir neue Reifen. Da ist er, der Drift King, Junge. Wie es aussieht, hattest du echt Spaß, aber wow, ich brauche jetzt wirklich neue Reifen. Ja, ich habe mich etwas mitreißen lassen. Keine Sorge, ich habe jede Menge Ersatzreifen in der Werkstatt. Wir hören uns. Natürlich. Genau rechtzeitig. Wir sind bereit. Fähigkeiten-Show. Ich will wissen, was dieses Auto in Sachen Wendigkeit drauf hat. Also habe ich dir einen Parcours gebaut. Willst du es versuchen? Unbedingt. Dachte ich mir. Steig ein. Ich zeig dir alles. Ach du Kacke. Wir haben hier einige Rampen und Hindernisse aufgebaut. Folge der Route und passiere sie so schnell du kannst. Du musst doch nur Fähigkeitenpunkte sammeln. Wofür brauche ich da eine Route, Junge? Einfach ein paar Driftpunkte hier machen. Diese Hütchen, Alter, das erinnert mich gerade übelst an diese Kaffeefahrt von Gran Turismo, ne? Oder sollen wir mal diesen Parcours hier abfahren? Vielleicht kriegen wir da noch ein paar mehr Punkte. Guck mal, hier, Sprünge bringen irgendwie auch gar nichts, ne? Ich könnte versuchen, die 25.000 Punkte da noch zu bekommen. Aber... Danach kommt wir. Jawohl, wir haben. Digga. 250.000 Fähigkeitspunkte für Stufe 3. Das war's ja mal komplett. Reicht so, oder? Komm, wir sammeln das mal ein hier. Also diese Aufgaben, Digga, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt bei dem einen Video da, ne? Fantastisch. Das war eine tolle Show. Ich muss ein paar Dellen ausbessern, aber das ist das Gute am Watcho. Man braucht nur einen Hammer und etwas heißes Wasser. Das ist ein tolles Auto. Dein Urgroßvater hätte es sicher gern gesehen. Ganz bestimmt. Schade, dass wir es ihm nicht zeigen können. Aber egal, hau schon ab. Ich melde mich bald wieder. Vamos! Nächster, Junge. Originalzustand, oh. So wie er in den 60ern aus der Fabrika gerollt kam. Gefällt er dir? Ein klassischer Look. Aber die Upgrade-Teile... Keine Sorge. Die Upgrades sind noch da. Wir können sie jederzeit wieder anbringen. Ich möchte ein schönes Foto von dem Auto. Würde ich gerne sehen, wie die komplette Carbon-Karosserie mal kurz wieder einbaut. Ah ja. Perfekte Umgebung für den Watcho. Der hat aber eine Ego-Perspektive, oder? Ja. Ach du Kacke. Junge.
Jetzt fahren wir den Wagen wieder ohne Leistung, Alter. Was ist das denn? Ich verstehe ja, dass sie die Optikteile ändert, ne? Weil die hat ja auch die Leistung wieder rausgenommen. Wie geht das denn? Hat die denn einfach einen anderen Motor eingebaut oder was? Ey, ey! Junge. Klassiker. Das war der erste auf jeder Autobahn. Familie, aber nicht der letzte. Ich hatte einen und Ramiro auch. Die Liebe zum Watcho hielt ich für etwas Mexikanisches, aber vielleicht... Das klingt blöd, aber... Vielleicht tragen wir den Geist von Papa Fernando... Ey, Junge, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Ich stresse jetzt wie auf der echten Autobahn, ne? Das ist schön, Alecha. Ich kann mich noch genau daran erinnern, Alter, wo ich einmal auf der Autobahn entspannt mit einem Tempomat 260 gefahren bin, Alter, und auf einmal zieht vor mir, direkt vor mir, ein Wohnwagen nach links rüber, ohne zu blinken. Das kann man sich nicht vorstellen, ne? Also eigentlich hätte man einfach komplett reinfahren müssen. Hätte ich auch gemacht, wenn ich dabei nicht gestorben wäre. Einfach nur, um den Wichser eine Lektion zu erteilen, ne? Digga, wie kann man so dumm sein, Alter, ehrlich? Wie kann man so dumm sein? Auf einer unbegrenzten Autobahn oder generell auf der Autobahn einfach links rüberfahren. Er hat ja nicht mal geguckt, geschweige denn geblinkt. Er ist einfach so rübergezogen. Digga. Was soll das? Und er hat einen scheiß Wohnwagen gefahren, Mann. Das heißt, er hat sehr wahrscheinlich eine Familie. Vielleicht war die sogar noch da mit drin. Ich kapiere solche Leute nicht, ehrlich. Den solltest du echt den Führerschein wegnehmen. Da muss ich komplett in den Anker gehen und ich sag's euch, so wie es ist. Zwischen mir und dem Wohnwagen hat höchstens noch eine Monster-Energy-Dose gepasst, ne? Sonst nichts. Naja. Ist ja Standard, ne? Dieser Wüstenhimmel wäre perfekt. Dasselbe dachte ich auch gerade. Haben wir jetzt hier ein Bild oder was? Fertig. Fotografiere den Watcho in der Nähe der Bacha. Wäre es in Schwarz-Weiß, könnte man denken, es wäre Papa Fernando am Renntag. Me encanta. Ja, wenn ihr jetzt noch einmal Fernando sagt, ne? Kann man jemanden einen Counter machen in den Kommentaren, wie oft ihr heute gesagt habt? Dia de los Muertos. Dieses Jahr werde ich ihm viel zu erzählen haben. Sag ihm, der Watcho ist in guten Händen. Das ist er. Papa Fernando sagt, der Watcho gehört jetzt mir. Ich kann mit ihm machen, was ich will. Also, gebe ich ihn dir. Vielen Dank. Alecha, nein. Versprich mir nur, dass du ihn immer in meine Garage bringst. Und jetzt raus hier. Papa Fernando und ich haben an mehr Ideen zu arbeiten. Ich ruf dich an. Wahrscheinlich fahre ich ihn in ihre Garage, Junge. So, da war ja jetzt gerade schon fast so eine Abschlusssequenz. Abgenommen, so wie Papa Fernando ihn 1963 gekauft hat. Aber wir müssen noch ein Bild machen, glaube ich. Original. Ich glaube, man... Trotzdem eines der coolsten Autos überhaupt. Man hat ja bei den Dingern immer so zwei zur Auswahl. Ne? Okay, die sagt dann immer, ja, entweder hier oder da. Also eigentlich machst du dann immer nur eins davon, aber ich mache jetzt hier in dem Video einfach solange beide. Wir ihn nicht wieder verlieren. Weil ich einfach auch hier einfach alles gemacht haben will, ne? Das Dumme ist aber auch, wenn wir zum Beispiel dann nach einem Rennen da... Also da kommt erstmal diese Karte... Ich schneide das ja extra immer alles für euch weg, ne? Weil sonst dauert das Video ja 20 Jahre. Ew, genau, Alter. So. Dann kommt ja die Karte und dann sagt die, ja, entweder hier oder da, ne? Dann musst du dir eins aussuchen, fährst da hin, machst das. Wenn du das dann gemacht hast, dann verschwindet das andere das auf der Map. Nicht nur all die Watchers-Fans und Rennen. Und dann musst du, erst die Sequenz machen, die eigentlich danach kommt. Also da musst du dann hinfahren. Und wenn du da bist... Dann kannst du das vorherige nochmal auswählen, was auf der Map verschwunden ist. So wie zum Beispiel das jetzt hier, das ist gerade auch, als wir das Foto gemacht haben, ist dieses Rennen hier verschwunden. Und jetzt muss ich gerade schon zum nächsten hinfahren, das anklicken. Und dann konnte ich da, wo halt diese Tabelle ist mit den ganzen Rennen, das hier nochmal auswählen. Das finde ich irgendwie komisch, Junge. Weil man kann diese Rennen ja noch machen, aber die verschwinden einfach von der Map. Ganz komisch. Naja. Nur mal so. Kann nämlich gut sein, weil ich habe jetzt auch gesehen, immer wenn das so ein Rennen war, wo man sich eins von zwei Stück aussuchen konnte, dann war das Anfangsgelaber und das Endgelaber immer ziemlich gleich. Deswegen könnte auch sein, dass wir jetzt da wieder ein Bild machen müssen und die dann gleich wieder dasselbe labert von wegen, ja, hier, du kannst den Watcho behalten oder so. Nur, dass ihr euch nicht fragt, hä, warum labern die da immer das Doppelt hier? Obwohl das ein anderes Rennen war oder eine andere Aufgabe war.
Auch wieder ein extrem langes Video, ne? Ich nehme jetzt schon... Also das Video wird kürzer sein, aber ich nehme jetzt schon über eine Stunde auf. So. Foto fertig. Perfekto. Als er hier das Foto machte, war es das Ende. Aber für uns ist es gerade mal der Anfang. Muchísimas gracias. Für alles. Wir haben Papa Fernandos Bild immer auf der Ofrenda für den Día de los Muertos. Dieses Jahr werde ich ihm viel zu erzählen haben. Ist nicht genau gleich der Text, ne? Sag ihm, der Vocho ist in guten Händen. Das ist er. Abuela Rosa sagt, ihr Papa hätte gewollt, dass der Vocho an einen Fahrer wie ihn geht. Ich sehe das genauso. Also, er gehört dir. Guck, das Ende ist jetzt wieder gleich, ne? Was? Guck. Aleja, nein. Versprich mir nur, dass du ihn immer in meine Taller bringst. Und jetzt raus hier. Du hast noch die Ruhmeshalle vor dir. Mhm. So haben Papa Fernando und ich Zeit, an neuen Ideen zu arbeiten. Ist so. Okay, jetzt kommt aber das letzte dann, glaube ich. So, seht ihr? Ah, wir werden... Ach du Scheiße. Das wäre eigentlich gerade schon das letzte gewesen, Leute. Nur weil wir gerade schon random irgendwie die Ruhmeshalle freigeschaltet haben und ich auch random dahin gegangen bin, weil ich mich dahin geportet habe, haben wir das letzte Rennen schon frei. Ach so, das war's. Das ist das Rennen, was du eigentlich erst fahren kannst, wenn du in der Ruhmeshalle gewesen bist. Ah, okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen das Video trotzdem jetzt hier zu Ende. Weil diese ganzen letzten Rennen, wo man die Ruhmeshalle für brauchte, die wollte ich ja nochmal extra machen. Da mache ich ein extra Video zu, weil ich muss jetzt sowieso die ganzen anderen auch noch machen. Das heißt, wir machen jetzt hier Feierabend. Das Video geht jetzt eh schon 10 Jahre. Aufnahmezeit ist jetzt 1 Stunde und 8 Minuten. Ich hoffe, das ist nicht zu lang, Alter. Ich schneide so kurz, wie es geht, ne? Aber okay. Leute, bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.